Freunde, weiter geht's mit Tag Nummer 6. So, 28. November 1982. Ich bin ja mal gespannt, was wir uns heute antun. So, Kontrolle der Werkstätigkeiten von Immigranten auferlegt. Personen, die zwecks Aufnahme einer Werktätigkeit einreisen wollen, haben einen gültigen Arbeitsausweis vorzulegen. Es lebe Atoska. Okay, das... Und los geht's. Sehen wir uns, wie der veräppeln will. So. Ein Arbeitsausweis als Buchhaltung. Sie bleibt ein Jahr. Das Einreisevisum. So, dann schon mal ein Jahr. Das passt als Arbeit. Josephine Sellmann. Weiblich passt. Die Passnummer ist okay. Bis 1.12.1983. Ja, kommt auch grob hin. Jetzt gucken wir gerade nochmal die Karte der Region aus Republinien. Okay. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß bei der Arbeit. So. Und weiter geht's. So, was willst du? Lebensmittel. Aha, da wissen wir ja schon, was er arbeitet. Lebensmittel, ist klar. Katharina Nivolner, weiblich. Das ist gültig für 6 Monate. Ja, das passt auch. 12.12. Sieht auch gut aus. Das Foto kommt hin. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß im Lebensmittelbereich. Alles klar. Hier dein... Ein Mann namens Daniel Blum hat mir... Schwester arbeitet in Atoska versprochen. Ich fürchte, er nimmt mir den Pass weg und zwingt mich auf den Strich zu gehen. Er ist heute in der Schlange. Bitte tun Sie was. Dann bin ich mal gespannt. Der kommt doch bestimmt gleich. Papiere bitte. Dona Katharina. Okay. Aus Atoska. So. Ach nee, der Ausweis liegt ja da. Habe ich jetzt falsch geguckt. 59 Kilo, passt 1,66 Meter, kommt auch hin. Geboren 28.11.43. Ja, das passt. So. Und nächster. Langweber Tosk. So, und der nächste, ich brauche die Kohle, die Frau friert immer noch, mein Kind ist krank, oh mein Gott. Die hat auch gerade gesagt, die... Okay. Ach, habe ich mich wieder verklickt. Einreisegenehmigung, Zweck der Arbeit. Sie hat aber gesagt, sie sucht Verwandte. Ach, das nervt. Das. Ja, okay. Sie hat mich so angelogen, aber keine Ahnung. Einreisegenehmigung, Arbeit 3 Monate. So. Dekin aus Korean. Der Name India. Aha.
gibt es ja zwei unterschiedliche Namen. Dann gucken wir mal die Fingerabdrücke. Kein Alias bekannt. Okay. Ah. Okay, die stimmen überein, aber das mit dem Alias, das passt mir nicht. Das passt mir nicht. Genau. Unter Arrest und tschüss. Haha, nicht mit mir. Kein Alias, also. Nächste. Da ist. Hallo, alter Freund, da fängt er schon gut an. Diesmal passt alles. Ja, und die Einreisegenehmigung. Abgelehnt. Ja, natürlich meinen wir das ernst. Ich glaube auch, du kommst wieder. Oh, schnell, schnell, schnell. Oha. Dann Kuttler Ost-Christin, das passt. 87 Kilo, 1,79 Meter, ja, das kommt hin, sieht gut aus. Ja. Obwohl ich denen nicht ganz traue, das Gesicht, aber. Ich brauche die Kohle, meine Zeit läuft ab. Ungültiger Name. Na gut, das Ticket kann ich mehr laufen. Nächste. So. Was haben wir denn hier? Ach, okay, den muss ich mal. Genau, Ludum Dari, dann. Okay, dann schauen wir überhaupt mal an, ob sein Pass stimmt. 10.8.46, oh, Paradiesner, 1,85 Meter, 84 Kilo. Das passt. Ja. Ist alles in Ordnung. Aber was soll ich denn machen? Ja, tut mir leid. Leben ist hart, aber. Kann ich nichts machen. Papiere sind in Ordnung. Zur Zweckgereise, ich komme zu Besuch. Und hat eine Einreisegenehmigung, Besuch, okay. Einreisegenehmigung zu Besuch, passt, das passt. Banzukin Junzes. Ja. Okay. Nächster. Da war irgendwo. Ja, natürlich. Ungültiges Geschlecht. Oh mein Gott, mein Gott. Okay, zweites Ticket. Oh. So, komm, schnell die Papiere. 14 Tage, einige Wochen. Ja, das passt. Markus, Joshua, Geschlecht männlich, jetzt gucke ich drauf. Und komm schnell weiter. So, schnell ein noch. Jetzt hat er. Ah! Ei, mein lieber Gott, ein Selbstmordattentäter. Den habe ich ja noch durchgewunken. Jetzt halt das für die Durchsuchung. Und wie sieht's geldmäßig aus? Sie friert hungrig krank. Muss ich.
Okay, das war's, Tag 6. Tag 7 folgt demnächst.